Hallo? Hallo, hallo, hallo? Alter, ich will hier einfach nur nicht sein, ne? Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier. Gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier? Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt wird? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Dankeschön. Halt, wärst du so freundlich, stehen zu bleiben. Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich, 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 endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Töte! Der Freie hat die Wahl! Alter, wir sind ja einfach nur eine Maschine, die zuhört und die Befehle befolgt. Nichts anderes. Der sagt, als wärst du so freundlich und wir haben es getan. Ach du Fuck. Das ist eine krasse Storywendung, sage ich jetzt mal so, ne? Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ha ha.
Alter. Passen Sie auf, Mister. Ich kann nicht speichern, was ist das? Oh. Oh Mann. Kommen Sie mit! Ist dein Held mir? Warum das? Wäre zu schön. Spieldaten werden geladen. Wassereinbrüche, geisteskranke Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Bill McBride, Olympus Hates. Irgendwie schlecht gelaufen. Scheiße, scheiße, scheiße. Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Ich habe an dir gearbeitet, während du schliefst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Einfach nur übel, Freunde. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen. Aber Souchong hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Rette dich vor Fontaine. Alles klar, meine Lieben. Ich will einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Wir machen es noch ein bisschen weiter und Karte dann. Könnte ich machen, aber mache ich nicht. Bye. Oder doch, mache ich, warum nicht? Ich bin dein Bruder. Wer ist das? Er hat mich gerettet. Verbandkasten. Die Teddybären leider nicht. Kartoffelchips, lecker. Hm. Hier noch abzustauben. Aber irgendwie eine kaputte Gegend, dass sie so kleine Kinder aufwachsen müssen, ist traurig. Ich komme sofort. Mama Tannenbaum hat gesagt, er hilft uns. Und trotzdem gucken sie immer noch so ängstlich. Aber auch die wurden ja nur Gedanken Gedanken gesteuert, so rum. Oh, ich will auch mal. Da ist er. Der wird uns alle retten. Ich mag ihn. Yeah, ich hab's geschafft, Chayas. Ja, jetzt hier sieht wieder die Gegend so harmlos aus, ne? Dass die in der ruhigen, schönen Gegend aufgewachsen sind, sozusagen. Aber ich bezweifle das. Wer ist das? Er ist hier, um uns zu helfen. Komm nicht rein, hallo. Was ist das, Alter? Alice im Wunderland. Aus dem Weg. Ja, aber die helfen ja irgendwie. Atlas beobachtet dich. Okay. Freunde.
von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Birne kannst. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Okay, was soll das dem jetzt bringen? Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fassen haben. Tja, jetzt habe ich auch alle meine Sachen wieder. Ah. Winde des Abwasserkanaltors. Wir können jetzt also gleich hier durchlaufen. Sieht mir alles irgendwie wie sie eingefroren aus. Kann das sein? Sehr merkwürdig hier irgendwie. Oder ist das einfach nur nass? Kommt, die Höhe reicht. Oh mein Gott. Oh, ein Fahrer. Müssen wir die jetzt töten oder was ist los? Alter, erschreck mich nicht so. Halt die Fresse, Junge, du kannst nichts. Hau dich um. Zum Glück haben wir alles wieder. Damit können wir das natürlich einiges erreichen. Voll cool, wir haben es bald geschafft anscheinend. Boah, die Gegend ist aber richtig schön hier, ne? Wow. Ja, die finde ich richtig geil. Da höre ich einen Big Daddy. Ich habe eine schlechte Vorahnung. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt trotzdem auf uns böse sind oder sowas. Also Maschinengewehr. Genau, da haben wir es ja auch schon, ne? Warte mal. Zwei Big Daddies können wir hier befreien. Dann tun wir das doch mal. Ah, ich hab vergessen nachzuladen, richtig. Komm, Junge, lad nach. Alter, das war schon wieder so richtig dumm, ne? Ja, das war genialst, einfach nur. Scheiße. Ah, hier bin ich. Dann machen wir das jetzt mal anders da. So. Ach, der legt diese scheiß Kontaktlinie. Und komm her, Schlampe! Komm her, Schlampe! Komm her, Schlampe! Und der kann Schaden. Was ist los mit dir, Alter? Das sind ja richtig ekelhafte Gegner hier. Ja, super. Scheiße, Alter. Die sind ja richtig gefährlich. Ey, das war kein guter Kampf. Ah! Gibt's doch gar nicht, Mann! Wir haben uns gleichzeitig getötet. Scheiße. Egal, wir sind ja wieder da, ne? Alter, sind die übel, Mann. Doch. Doch. Doch, doch, immer noch doch. Du gehörst zu deinen Geschwistern. Auf. Hinder. Jetzt wissen wir wenigstens, was mit dir ist. Andrew hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert, nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sehr sehr Sachen dabei, die dir deine... Was hat die mir jetzt geschickt, diese kleine? Was soll ich mit der machen? Ah, ich hätte mich vorbereiten sollen, indem ich das nicht gehackt hätte und alles. Wo habe ich denn meinen letzten Spielstand? Warte mal, laden. Quicksave. Rapture, Zentralsteuerung. Nee, das ist ja viel zu weit weg. Olympus Hates, Autosave. Ja, ist auch beschissen weit weg. Ach, scheiß drauf. Wir haben so gespielt, so müssen wir mit klarkommen. Ist auch egal. Muss halt gucken, dass ich irgendwoher wieder Munition kaufe oder sowas.
Ja, hier war doch die Kleine. Wo ist die denn jetzt hingerannt? Schlecht. So, den kaufen wir uns nicht, den hacken wir. Wenn wir jetzt hier alles kaufen, habe ich ja eh kein Geld mehr. Das ist ja dann auch behindert. So. Wir gehen die Scheiße mal umgekehrt. Mal gucken, ob das klappt. So. Und jetzt. Scheiße. So rückwärts gehen, das war eine dumme Idee. Das ist ganz schön schwer. Aber ein bisschen Herausforderung muss ja auch mal sein, ne? Das geht sogar gar nicht. Scheiße, jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein Problem. Ho, 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 ho. Yeah, hat doch noch geklappt. Und die Musik ist schön. Oh. Cool. Wenn Ihnen die Patronen um die Ohren pfeifen, brauchen Sie jeden Schutz, den Sie bekommen können. Körperpanzerung 2 bietet Ihnen mehr Schutz als unser Mitbewerber. Statische Entladung. Das lass ich mal weg. So, Körpertonika. Machen wir rein. Jedes Mal, wenn Sie etwas hacken, erhalten Sie ein wenig Gesundheit. Naja, es geht. Verbandskette vielleicht noch Eve. Verbandskette vielleicht etwas mehr Gesundheit. Dann schwingen die Rohrzange schneller. Jedes Mal, wenn du etwas hackst, erhältst du Gesundheit. Wir nehmen das mit dem Plus auf jeden Fall. Obala. So, zurück. Wo waren die Scheiße jetzt? Hallo. Da. Passt. Technik Tonika. Verringert die Dauer von Kameraalarm. Ja, nehmen wir auf jeden Fall das. Das hätte uns davor sehr viel gebracht. Aber sowas weiß man ja leider zu spät, ne? Scheiße. Ganz Geld ausgegeben. Verdammt, verdammt, verdammt. Süß. So. Lass meine Maschine in Ruhe, du Arsch. So, jetzt gucken wir mal, was so abgeht. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt. Und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen. Diese Osteuropäer... ...ist wie ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensäge setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart. Benutzt mal das Telefon hier. Lass meine Maschinenpistole in Ruhe! Dummes Arschloch. Ich hab keine Hilfe. Was sieht denn hier denn alles, mein Gott? Boah, hier, das ist doch scheiße, Mann. Ich hab Angst. Aua. Spastien. Na, super. Jetzt ist es gleich um mich geschehen. Das ist jetzt natürlich sehr ungünstig. Muss man jetzt auch mal dazu sagen, ne? Ich kann mir aber auch nirgendwo Leben kaufen oder sonst irgendwas. Schlecht. Ich kann aber dafür sorgen, dass die Sicherheitskameras uns gehören. So, Autohacker. Wenigstens etwas, ne? Aha, damit kann ich in die nächste Welt oder wieder zurück. Ich weiß es nicht genau.
Was ist das hier? Zirkus der Werte? Oh ja, Verbandskästen. Tja, hätte ich mir mal lieber mehr Geld gespart, ne? Naja, so ist auch okay. So. Kann man eigentlich nichts mehr machen, außer hier lang gehen. Das machen wir doch mal auch. Schöne Gegend irgendwie. So, Freunde, ich würde einfach sagen, bis zur nächsten Folge. Wir speichern noch zusammen. Und danach hat sich das auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.